Hallo, heute zum vierten Advent möchte ich euch ein bisschen was über die Chemie der Kerzenflamme erzählen. Die Kerzenflamme besteht nämlich aus drei unterschiedlichen Bereichen, in denen unterschiedliche Reaktionen ablaufen. Dieser unterste, relativ dunkle Bereich, das ist der Flammenkern, in dem relativ wenig Sauerstoff und der ist deswegen relativ kühl. Weiter außen die leuchtende Zone, die nennt man den Flammenmantel, der ist heißer. Und ganz außen schließt sich der heißeste Bereich der Kerze an, das ist die Flammenhülle. Erstes schmilzt in der Kerze natürlich das Wachs hier unten und das steigt gezogen durch die Kapillarkräfte in den Docht hinein. Und wenn ich jetzt mal mit dieser Pipette an den Docht rangehe, dann sehen wir, es steigt weißer Rauch auf, und zwar nicht, weil wir einen neuen Papst hätten. Das ist das verdampfte Wachs. Dieses verdampfte Wachs reagiert jetzt in der Kerzenflamme weiter. Und wir wissen alle, Wachse haben, egal woher sie kommen, lange Kohlenwasserstoffketten. Und diese Kohlenwasserstoffketten, die zerbrechen jetzt unter den sauerstoffarmen Bedingungen des Flammenkerns in ihre einzelnen Stücke. Also da entstehen dann so Molekülbruchstücke, zum Beispiel Methylenradikale, zum Beispiel C2-Fragmente, sowas in der Art. Aber das wichtigste Fragment, das wir hier unten im Flammenkern bekommen, das ist das angeregte CH-Radikal. Und das leuchtet nämlich hier unten blau. Das heißt, man sieht diesen hübschen blauen Rand an der Flamme, das ist das angeregte CH-Radikal. Wenn ich Radikal sage, wisst ihr natürlich, diese Molekülbruchstücke, die dabei entstehen, die sind sehr reaktiv. Die reagieren sofort weiter und zwar zu verschiedenen sehr kohlenstoffhaltigen Sachen, zum Beispiel polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, amorphen Kohlenstoff, das ist alles noch nicht so ganz geklärt, wie diese Reaktionsabläufe sind. Aber das Endergebnis ist sehr einfach festzustellen. Dazu brauche ich nur einmal mit dieser Pipette hier durch den Flammenmantel zu gehen. Da sehen wir, der Flammenmantel ist voller Ruß. Also Ruß ist ein Endprodukt der Reaktion der Molekülbruchstücke, der Wachsbruchstücke untereinander. Das zweite Produkt dieser Reaktionen ist Wasserstoff und der reagiert mit dem Sauerstoff der Luft zu Wasser. Dabei wird viel Energie frei, das ist die Knallgasreaktion und deswegen ist der Flammenmantel auch so, na, ungefähr 400, 500 Grad heißer als der Flammenkern, der dunkle, und deswegen leuchtet der Ruß im Flammenmantel. Also das, was so gelb in dieser Kerzenflamme leuchtet, ist einfach dieser Ruß, der durch die hohen Temperaturen angeregt wird. Ja, zum einen haben wir ein thermisches Spektrum, die sogenannte Schwarzkörperstrahlung. Das ist einfach eine kontinuierliche Leuchtkraft über das gesamte sichtbare Spektrum. Aber zum anderen leuchtet hier auch sehr viel Natrium und deswegen ist eine Kerzenflamme gelb. Also, wir haben Wasser, das verschwindet. Wir haben den Ruß im Flammenmantel. Aber wenn wir jetzt diese Pipette nochmal hier oberhalb der Flamme ein bisschen hin und her bewegen, dann sehen wir, es bildet sich kein Ruß. Das heißt, der Ruß verschwindet, während er aus dem Mantel abhaut. Und dafür sorgt die Flammenhülle, die ist nämlich nochmal so 200, 300 Grad heißer als der Flammenmantel. Und dort reagiert dann schlussendlich auch der Ruß, der ganze Kohlenstoff, mit dem Sauerstoff der Atmosphäre und wird zu Kohlendioxid. Die Kerzenflamme ist also nichts anderes als ein kontinuierlicher Durchflussreaktor, der über verschiedene sehr komplizierte Zwischenstufen die langen Kohlenstoffketten des Wachses in Kohlendioxid und Wasser verwandelt. Ja, und damit wünsche ich euch frohe Weihnachten
und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.